Hallo und herzlich willkommen heute Abend wieder zu Wissenschaft fürs Wohnzimmer. Wir haben heute ein etwas neues Thema, nächste Woche haben wir ein ähnliches Thema, aber es geht da auch um Fossilien. Heute geht es auch um Fossilien, Paläontologie, und es geht insbesondere darum, was wir über die Artenvielfalt der Vergangenheit mithilfe von Fossilien lernen können. Aber dazu gleich mehr. Ich bin Stefan Jurecki, ich bin Klimawissenschaftler und wir stellen uns ganz kurz vor und dann übergeben wir an Eva, die den Vortrag hält. Ja, moin zusammen. Ich bin Miriam Seifert. Ich bin Doktorandin am Alfred-Wegener-Institut und arbeite an einem biogeochemischen Ozeanmodell und bin Biologin und gucke da an, wie die kleinen Algen im Ozean, die tatsächlich da sind, auch in unserem Computermodell simuliert werden können. Moin, ich bin Nikolaus Stoll. Ich arbeite auch als Doktorand in der Glaziologie vom ABI und schaue mir Eiskerne aus Grönland an und wie die deformieren und den Eisfluss beeinflussen. Dann bin ich jetzt an der Reihe. Moin auch aus Bremen. Lass mich mal kurz meine Präsentation starten. So, wie gesagt, ich werde euch heute etwas über die Gewinner des größten Massensterbens der Erdgeschichte erzählen. Oder genauer genommen geht es eher darum, ob das echte Gewinner waren oder ob diese Ammonoideen vielleicht ein bisschen geschummelt haben. Doch bevor ich richtig mit der Präsentation beginne, zuerst vielleicht noch kurz etwas dazu, wer ich bin und was ich mache. Also ich bin Doktorandin an der Geowissenschaftlichen Sammlung der Universität Bremen. Diese Sammlung ist so etwas wie eine Fachstelle für Paläontologie bei der Universität Bremen. Und das Foto, das ihr unten seht, das ist auch schon ein Foto von unserem Sammlungsraum. Dort drin bewahren wir etwa 250.000 Objekte auf, die geowissenschaftlich relevant sind. Das heißt, sie können nicht alle so groß sein wie der Riesenhirsch auf der rechten Seite oder der Dinosaurier auf der linken Seite, sondern es müssen natürlich auch kleinere Objekte dabei sein. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz: Der Dinosaurier, also der Iguanodon, der ist zurzeit im Überseemuseum zu sehen. Also vielleicht kennt ihr den ja sogar. Neben vielen Gesteinen, Mineralien und dem Fossilen ist unser Schwerpunkt auf den Ammonoideen. Und die Ammonoideen sind auch schon das Hauptthema von meiner Promotion. Doch was sind diese Ammonoideen denn überhaupt? Auf der rechten Seite seht ihr ein Foto von einer Ammonoidee, die wir in Nevada gesammelt haben. Wenn ich mir das Ding so ein bisschen genauer ansehe, kann ich auch relativ gut nachvollziehen, warum sehr viele Menschen denken, dass es eigentlich Schnecken sind. Ich möchte jedoch an dieser Stelle ganz klar festhalten, dass Ammonoideen gar nicht mal so nah mit den Schnecken verwandt sind. Denn sie gehören zu der Klasse der Kopffüße oder auch Cephalopoden genannt. Das heißt, dass die nächsten noch lebenden Verwandten die Tintenfische, die Oktopusse, Kalmare oder auch die Sepien sind. Eine Frage, die mir auch sehr oft gestellt wird, ist, was denn jetzt der Unterschied zwischen einem Ammoniten und einer Ammonoidee ist. Und es ist so, dass Ammoniten eigentlich Ammonoideen aus der Kreidezeit sind. Und das Material, mit dem ich arbeite, das ist viel älter und kommt nämlich aus der Trias. Und Ammonoideen aus der Triaszeit, die werden eigentlich Ceratiten genannt. Aber weil das Wort Ceratiten jetzt wirklich eigentlich fast niemand kennt, brauche ich lieber den Übergriff Ammonoideen. Und dann haben die meisten Menschen zumindest so ein bisschen einen Begriff, wovon ich denn hier rede. Ein anderer wichtiger Eckpunkt bei Ammonoideen ist auch noch, dass sie zusammen mit den Dinosauriern an der Kreide-Paläogen-Grenze ausgestorben sind. Ammonoideen sind aus unterschiedlichen Gründen sehr relevant für die Wissenschaft. Der Punkt, den ich heute hervorheben möchte, ist, dass sie vor allem auch gute Leitfossilien sind. Das heißt, dass sie sehr charakteristisch für einen geologischen Zeitabschnitt sind. Und das ist unter anderem so, weil sie eine weltweite Verbreitung haben. Das geht bei Ammonoideen vor allem deshalb so gut, weil sie strikt marin lebende Lebewesen sind. Und Tiere, die in dem Meer leben, können sich relativ gut über den ganzen Globus verbreiten. Ammonoideen haben dank des Kalkgehäuses eine relativ gute Erhaltung im Fossilen. Aber der Punkt, warum sie so relevant sind, den ich heute besonders hervorheben möchte, ist, dass sie eine relativ schnelle Evolution haben. Aber das ist natürlich immer die Frage, was heißt geologisch gesehen schnell denn überhaupt?
Also wir gehen davon aus, dass wenn wir eine erste Aminoideenart haben, dass die sich innerhalb von etwa 100.000 Jahren in die nächste Art entwickeln können. Und die Art natürlich dann auch wieder in eine weitere Art. Und wie es für Paläontologen so üblich ist, möchte ich euch jetzt in die Vergangenheit entführen. Und unsere Reise führt uns in eine Zeit vor 252 Millionen Jahren. Das heißt, dass wir uns in der mittleren Triaszeit befinden. Oder genau genommen ist der geologische Name von der Zeiteinheit vor 242 Millionen Jahren das Anisium. Zu dieser Zeit sah die Welt noch ziemlich anders aus als heutzutage. Denn während der Triaszeit befanden sich alle Kontinente noch auf einem großen Kontinenthaufen. Dieser Kontinenthaufen wurde oder wird immer noch Pangäa genannt. Wo es nur einen einzigen Kontinenthaufen gibt, kann es in einem Umkehrschluss im Prinzip auch nur einen einzigen Superozean geben. Und der Name von diesem Ozean ist Panthalassa. Das Material, mit dem ich arbeite, haben wir in Nevada gesammelt. Und zu der Zeit vor 242 Millionen Jahren befand sich Nevada noch in einem flachmarinen Bereich des Panthalassa-Ozeans. Vielleicht nur als kleiner Vergleich, zu der gleichen Zeit befand sich Bremen in einem Randbereich des Tethys-Ozeans, also im Prinzip einfach kurz auf der anderen Seite dieser großen Landmassen. Hätten wir also unser Projekt vor 250 Millionen Jahren schon gemacht, hätten wir uns einiges an Reisekosten sparen können. Viele geologische Zeiteinheiten sind durch große Massenaussterben definiert worden. Das war auch bei der Trias der Fall. Bei der Trias ist es sogar so, dass der Beginn und das Ende dieser Zeit durch solche Massensterben definiert wurden. Aber was bedeutet denn der Begriff Massenaussterben eigentlich? Auf dieser Folie seht ihr jetzt nicht etwa die aktuelle Corona-Kurve, auch wenn da frappierende Ähnlichkeiten zu sehen sind. Nein, es zeigt die Artenvielfalt der ganzen Lebewelt über die Jahrmillionen hinweg. Auf der linken Seite haben wir 600 Millionen Jahre bevor heute. Das heißt, hier sind wir in der Vergangenheit. Auf der rechten Seite haben wir dann das Jahr Null, also heute oder die Gegenwart. Wie die graue Zickelzackel zur Kurve schon zeigt, ist es eigentlich nichts Besonderes, dass es mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Lebewesen auf der Welt gibt. Insgesamt ist man sich aber einig, dass es 5 große Massenaussterben gab, die sogenannten Big Five. Das erste dieser Big Five war an der Ordovizium-Silur-Grenze. Das zweite dann im späten Devon, dann an der Perm-Trias-Grenze, dann nur kurze Zeit später an der Trias-Jura-Grenze und schlussendlich an der Kreide-Paläogen-Grenze. Das Massensterben an der Kreide-Paläogen-Grenze ist wohl das bekannteste, weil einerseits die Ammonoideen, aber vor allem eben die Dinosaurier ausgestorben sind. Eva, ich hätte gleich sogar mal eine Frage aus dem Chat. Ja. Und zwar ist die Frage, ob dann der Nautilus sozusagen die verbliebene Version deiner Tierchen ist. Diese Frage freut mich sehr. Und also die Nautiliden sind schon auch mit den Ammonoideen verwandt, aber jetzt nicht so nah, wie man denken würde, weil die wirklich einen relativ ähnlichen Aufbau haben. Aber so rein durch komplizierte biologische Gründe sind die ein bisschen näher von den Ammonoideen getrennt, als man eben meinen möchte. Genau. Alles klar, danke schön. Jo. Zurück zu den Massensterben. Das größte Massensterben von diesen Big Five war an der Perm-Trias-Grenze. Innerhalb von geologisch einem relativ kurzen Zeitintervall, also einigen 10.000 bis 100.000 Jahren, sind mehr als 90% aller marinen Arten einfach so ausgestorben. Und an Land waren es immerhin etwa 75%. An dieser grauen Kurve können wir aber auch sehen, dass nicht nur Massenaussterben passieren, sondern dass sich die Lebewelt auch immer mal wieder erholen kann. Und hier möchte ich euch einen ganz wichtigen Grundsatz des Lebens vorstellen. Und das ist auch schon das, was der Amazon-Gründer Jeff Bezos mit meinen Ammonoideen gemeinsam hat. Und zwar ist jede Misere der einen auch eine große Chance für die anderen. Und genau das war auch bei den Ammonoideen der Fall. Diese Kurve zeigt nun die Artenvielfalt oder genauer genommen die Gattungsvielfalt der Ammonoideen nach dem größten Massensterben in der Erdgeschichte, also eben in dieser Triaszeit. Im Generellen war die Diversität auf einem relativ hohen Level.
Ein erster sehr markanter Peak haben wir aber im Anisium. Und dieser Peak ist genau genommen auch schon die größte Artenvielfalt, die die Ammonoideen in ihrer ganzen Entwicklungsgeschichte überhaupt mal erreichen konnten. Und vielleicht als kleine Erinnerung, das Anisium ist genau die Zeit, aus der meine Proben stammen. Im Generellen ist man sich einig, dass Diversität im Allgemeinen in einem engen Link zu Veränderungen in der Umwelt, also Umweltveränderung, steht. Im Anisium wissen wir aber, dass wir relativ ruhige Ablagerungsbedingungen haben und nicht viele große Veränderungen hatten. Und das steht dann eigentlich in einem klaren Gegenteil zu diesem großen Diversitätspeak. Und das war auch so ein bisschen das erste Mal, dass ich ein bisschen hellhörig geworden bin und gedacht habe, dass da vielleicht ein bisschen etwas fischig sein könnte. Doch das Thema werde ich jetzt gleich wieder aufgreifen, in ein paar Folien später. Zuerst mal noch zu, woher wir mein Material gesammelt haben. Insgesamt sind wir in meiner Promotion zweimal nach Nevada in die Gebirgswüste gefahren. Und insgesamt haben wir etwa 3 Monate in der Wüste verbracht. Einerseits sind wir zu Fossil Hill in der Humboldt Range gegangen und auf der anderen Seite sind wir zu einer anderen Lokalität in den Augusta Mountains gegangen. Obwohl sich beide Lokalitäten grundsätzlich voneinander unterscheiden, haben sie eines etwas Großes gemeinsam. Und zwar zeigen sie die gleichen Gesteine und somit auch die gleichen Fossilien, die man da drin finden kann. Insgesamt haben wir mehr als 8000 Stücke gesammelt während diesen 3 Monaten, die wir in der Wüste verbracht haben. Diese 8000 Stücke kann ich etwa 60 verschiedenen Arten zuordnen. Wie die 4 ausgewählten Bilder hier auf der linken Seite auch zeigen, haben diese Arten oder einige davon zumindest ziemlich ausgeprägte morphologische Merkmale. Zusammen mit den schönen geologischen Ablagerungen, die wir dokumentieren konnten, haben wir also wirklich eine solide Basis für paläoökologische Studien. So viel zur Theorie, denn das Ganze kann auch so ein bisschen anders aussehen. Und an dieser Stelle möchte oder muss ich euch die Gruppe Bedichitinae vorstellen. Die Bedichitinae sind die wichtigsten Ammonoideengruppe für die Biostratigraphie von Nordamerika, weil relativ viele Zonen und Subzonen nach Vertretern von dieser Gruppe benannt worden sind. Allerdings ist da auch eine kleine Krux dabei. Denn einerseits sehen sich die einzelnen Arten teilweise sehr ähnlich oder teilweise sehen sich sogar die Gattungen ähnlich. Auf der anderen Seite haben wir aber innerhalb von einer Art sehr viele Unterschiede. Das kann so weit führen, dass eine Ammonoidee aus der Art A eine Ammonoidee aus der Art B sogar ähnlicher sehen können. Oder anders gesagt, teilweise weiß ich schlichtweg nicht, mit was für Arten ich es hier zu tun habe. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle auch das Wort Bedichitinae eigentlich gar nicht mehr brauchen, sondern ich nenne diese Dinge einfach viel lieber Mistviecher. Aber warum stelle ich euch denn diese Mistviecher vor, wenn ich sie eigentlich ja nicht mal mag? Nun, um das zu erklären, muss ich wieder zurückkommen zu der Diversitätskurve von den Ammonoideen. Also kurz zum Rekapitulieren. Im Anisium haben wir eine sehr hohe Diversität an Ammonoideen. Ich kann aber die einzelnen Arten und manchmal auch Gattungen nicht wirklich auseinanderhalten oder zumindest ist es sehr schwierig. Und deshalb ist die Frage, ob wir hier vielleicht wirklich immer echte Arten oder echte Gattungen haben oder ob die teilweise vielleicht fälschlicherweise 2 Namen bekommen haben in der Vergangenheit. Das klingt jetzt vielleicht wie eine große Kritik an meine Kollegen, ist aber gar nicht so, weil es ist einfach extrem schwierig, überhaupt zu bestimmen, was denn eine Art ist. Und leider passiert es halt immer mal wieder und wir Paläontologen und auch Biologen müssen einfach damit leben. Aber für meinen Diversitätspeak hier im Anisium heißt es auch, dass ich mir wirklich überlegen muss, ob der wirklich echt ist oder ob der vielleicht auch so ein bisschen künstlich aufgebläht sein könnte. Relativ lange während meiner Promotion habe ich krampfhaft versucht, diese Hürde, dieses Problem einfach zu umgehen. Irgendwann mal habe ich dann aber gemerkt, dass ich mich dieser Herausforderung einfach stellen muss. Und nach einiges an Literaturrecherche habe ich dann irgendwann mal entschieden, die einzelnen Arten anhand von ihrer Ontogenese oder auch Ontogenie genannt zu unterscheiden. Nun, was ist denn das schon wieder?
Die Ontogenie oder Ontogenese ist die morphologische Entwicklung eines Organismus. Das klingt auch noch so ein bisschen verwirrend, ist aber auch eigentlich ein einfaches Prinzip. Um das zu erklären, habe ich zwei Beispielbilder mitgebracht. Dies sind beides ein Foto von zwei Menschen, die einerseits unterschiedlich alt sind, sie sind aber gleich angezogen und sind auch plus minus gleich geschminkt. Damit es wenigstens vielleicht ein bisschen schwierig ist, habe ich die beiden auf die gleiche Größe skaliert. Ich bin mir jedoch absolut sicher, dass jeder von euch quasi auf Anhieb erkennen kann, wer hier das Kind und wer der Erwachsene ist. Bei Menschen können wir das intuitiv anhand von Größenproportionen unterscheiden. Beispielsweise ist bei Menschenkindern der Kopf vergleichsweise groß und der Oberkörper ist im Vergleich zu den Beinen noch ein bisschen kleiner, größer. Eben, bei Menschen fällt uns das relativ einfach. Bei Ammonoideen ist es ein bisschen schwieriger, weil das eine Problem ist vor allem, dass noch nie ein Mensch eine lebendige Ammonoidee gesehen hat. Obwohl wir von den Nautiliden auch relativ viel lernen können, gibt es halt doch noch einige Unterschiede zwischen den beiden Tieren, weil sie, wie gesagt, gar nicht mal so nah miteinander verwandt sind, wie man eigentlich meinen könnte. Bei ontogenetischen Studien an Ammonoideen haben wir auch einen großen Vorteil. Und zwar werden die Kinderstadien sogenannt fixiert. Auch das klingt jetzt vielleicht ein bisschen viel schwieriger. Aber vielleicht als Beispiel, wie ein menschliches Skelett wächst. Wir haben einfach ein Skelett, das wir ständig auf und manchmal sogar auch abbauen. Bei Ammonoideen, die bauen ihr Gehäuse eigentlich immer nur auf. Und um das noch bildlich zu erklären, habe ich ein Beispiel vorbereitet. Und zwar am Anfang von einer Ammonoidee ist die sogenannte Anfangskammer. Hier ganz klein in grün zu sehen. Irgendwann mal im Leben von so einer Ammonoidee ploppt dann diese Anfangskammer auf und das Tier beginnt Kammer für Kammer, Windung für Windung zu wachsen. Und das eigentliche Tier, das lebt jeweils nur immer in der allerletzten Kammer. Und alles, was hinter dieser letzten Kammer, der ältesten Kammer kommt, ist im Prinzip nur so etwas wie abgestorbenes Gewebe. Es befindet sich da schon noch ein Austausch, aber auf jeden Fall wird die Schale nicht mehr um- oder abgebaut. Und das ist auch schon der große Unterschied zwischen Schnecken und Ammonoideen. Denn die meisten Schnecken bewohnen das ganze Gehäuse, während die Ammonoideen eben nur in der allerletzten Kammer wohnen. Wenn wir in die Wüste gehen und unser Material sammeln, sieht es natürlich aber noch nicht so schön aufgeschnitten und perfekt poliert aus. Nein, wenn wir in die Wüste sammeln, nehmen wir einfach nur Steine mit. Und die Steine werden dann von Präparatoren präpariert. Und nachdem das präpariert ist, sieht es folgendermaßen aus. Aber hier sehe ich ja eigentlich immer noch keine einzelnen Entwicklungsschritte. Und damit ich die sehen kann, muss ich von meinem ganzen Material nur die ältesten, die größten und die schönsten Stücke auswählen. Von diesen allerschönsten Stücken suche ich dann nochmals nur die wunderbarsten aus. Und denn diese wunderbarsten Stücke, die muss ich dann leider kaputt machen. Natürlich haue ich nicht einfach so mit einem Hammer drauf. Nein, ich muss einen hochpräzisen Schnitt genau in der Mitte von diesem Individuum machen. Und vielleicht als kleine Erklärung, wie schwierig das auch sein könnte. Diese kleine Anfangskammer ist 0,4 mm groß. Wird diese Kammer verfehlt oder nur so ein bisschen angeschnitten und können wir das nicht mehr runterschleifen, dann haben wir leider ein Problem und das ganze Stück ist nicht mehr zu gebrauchen. Bei diesem Individuum ist es uns dann natürlich aber geglückt. Und um die einzelnen Entwicklungsschritte sehen zu können, müssen wir das Ganze einmal auf die Seite drehen. So sieht das Ganze dann aus, wenn wir diesen Querschnitt dann auch schön anpolieren und ein bisschen anätzen und nachher mit einem ganz normalen, handelsüblichen Tischscanner einfach mal einen Scan machen. Damit wir es aber noch ein bisschen besser sehen können und wir bessere Kontraste haben, habe ich eine Skizze von dem Ganzen gemacht. Weil Ammonoideen ein perfekt planispirales Wachstum haben und wir das dann in der Mitte durchschneiden, wird im Prinzip jede Windung einmal in zwei Hälften geschnitten. Und deshalb rede ich eigentlich meistens von Halbwindungen. Also ich sage manchmal das Wort Windung, aber im Prinzip meine ich Halbwindungen.
Per Definition analysiere ich nur die ersten 11 Halbwindungen bei meinen Individuen. Und da ich bei der Nummer 0,5 anfange, das Ganze zu nummerieren und ich dann in 0,5er Schritten durchgehe, ist dann die größte Windung die mit der Nummer 5,5. Hier sind die weißen und schwarzen Nummern eben diese Nummern der Halbwindungen. Nun gibt es unterschiedliche Arten, wie ich das Ganze analysieren kann. Bei diesen Arten habe ich irgendwann mal herausgefunden, dass sich Landmarks am besten eignen. Und die folgenden 16 Landmarks waren bei diesen Arten die besten, wie sich herausgestellt hat, nach einigem an Ausprobieren. Landmarks sind im Prinzip nichts anderes als einfach Messpunkte, die man an Objekten definieren kann. Natürlich habe ich diese Landmarks nicht nur an der letzten Windung, sondern an allen Halbwindungen angebracht. Damit es aber ein bisschen übersichtlich bleibt, habe ich jetzt hier nur die Landmarks an der letzten Windung dargestellt. So ein bisschen eine kleine Übersicht über die ganze Arbeit. Insgesamt habe ich eben, wie gesagt, diese 16 Landmarks pro Halbwindung. Insgesamt habe ich 11 Halbwindungen pro Individuum, das heißt 176 Landmarks pro Individuum. Insgesamt hatte ich 101 Individuen, das heißt pro Analyse sind es nicht ganz 18.000 Landmarks. Würde ich mal die Annahme machen, dass ich etwa 10 Sekunden pro Landmark brauche durchschnittlich mit rein- und rauszoomen und Bilder wechseln, dann wären das immer noch insgesamt 180.000 Sekunden. Oder umgerechnet sind das etwa 50 Stunden. Wenn ich bei diesen 50 Stunden davon ausgehe, dass ich jeweils immer 8 Stunden arbeite, wären das immer noch etwa 6,5 Arbeitstage. Das Ganze habe ich aber nicht nur einmal, sondern 5-mal machen müssen. Das heißt, dass ich insgesamt 35 Tage lang vom Computer gesessen habe und einfach nur am Klicken war. Während dieser Zeit habe ich etwa 4 Hörbücher gehört und leider auch 3 Computermäuse geschrottet. Die rechten und die linken Maustasten. Aber irgendwann mal hat es dann geklappt und ich hatte ein wunderschönes Set an Landmark-Daten. Aber was macht man denn mit solchen Landmarks? Was ist das eigentlich? Im Prinzip sind Landmarks nichts anderes als einfach x-y-Koordinaten von irgendeinem Koordinatensystem. Und solche Koordinaten kann man dann auch in statistischen Programmen ganz relativ einfach auswerten. Ich habe meine Analyse jetzt in R gemacht. Man könnte das auch in Point-and-Click-Programmen wie beispielsweise Parse oder MorphoChain machen. Und natürlich ging das Ganze auch in Python. Im Prinzip spielt es auch gar nicht eine so große Rolle, welches Programm man denn nutzt, weil meistens ist es so, wenn man am Anfang von einer Analyse in ein Programm Landmarks reingibt, kommt dann hinten draus immer irgendetwas wie ein Morphospace raus. Was ist denn das schon wieder? Dieser Begriff wurde von einem US-amerikanischen Paläontologen namens David M. Robb in 1966 definiert. Und im Prinzip ist es einfach die Darstellung aller Formen, die ein Organismus hat oder auch haben könnte. Das klingt vielleicht jetzt auch so ein bisschen verwirrend, ist aber im Prinzip ein ganz einfaches Prinzip. Und um das zu erklären, habe ich ein Beispiel von Bonom et al. In 2013 mitgebracht. Und es zeigt eigentlich auch schon, dass man irgendwelche Objekte vermessen kann. Und was auch ganz wichtig ist bei Morphospaces ist, dass man akzeptieren muss, dass es nicht zwei Morphospaces gibt, die gleich aussehen. Denn es kommt immer darauf an, was man vorne in die Analyse reingibt, kommt hinten irgendwas anderes raus. Und im Beispiel von Bonom et al. Haben sie 20 verschiedene Whisky- und Bierflaschen analysiert. Und das Coole an solchen Morphospaces ist vor allem auch, dass man eigentlich gar nicht wissen muss, was die einzelnen Achsen denn so genau bedeuten. Denn es geht eigentlich darum, was hier im Hintergrund klein in Grau zu sehen ist. Und bei diesem Beispiel habe ich sogar die X- und Y-Achsen einfach weggeschnitten, weil die nicht verwirren sollen. Und noch als kleines Beispiel, was so ein Morphospace-Beispiel heißen würde. Also wenn wir zum Beispiel hier eine Flasche hätten, die oben links in diesem Diagramm plottet, dann wäre das beispielsweise Hemelinger und unten rechts im Diagramm wäre dann eher die Becks-Flasche. Und für unsere Zuschauer, die aus dem nahen, fernen Süden kommen, das Ganze ging natürlich auch mit einer Bärenmünchi oder auch mit einem Ofi-Bier.
Wie ich bin jetzt aber eigentlich nicht unbedingt hier, um über Bier zu reden, auch wenn das natürlich ein schönes Thema ist, sondern ich wollte euch ja eigentlich meine eigenen Daten zeigen. Und so sieht das im Genauen aus. Meine Analyse hat ergeben, dass die ersten paar Halbwindungen, die solche Ammonoideen anbauen, immer so ein bisschen relativ unspektakulär sind und so ein bisschen wie eine dicke Wurst aussehen. Das ist im Prinzip auch noch nicht allzu erstaunlich, weil das hätten wir eigentlich auch an einem Mikroskop sehen können. Werden die Tiere dann aber ein bisschen älter, dann bauen sie eher ein bisschen kugeligere Formen an. Aber hier ist es auch noch nicht allzu spannend, weil hier die Diversität zwischen den verschiedenen Windungen auch noch nicht so groß ist. Dann passiert dann aber etwas, das ein bisschen spannender ist. Und zwar gibt es einzelne Arten, die eine relativ kugelige Windungsform dann ausbilden und andere Arten, die so ein bisschen eine zusammengedrückte Art ausbilden. Also die Windung, die ich jetzt gerade gezeigt habe, ganz auf der rechten Seite vom Morphospace, das sind die erwachsenen Morphologien. Und im Prinzip, wenn wir unten rechts die normalen Erwachsenen haben, könnten wir im Prinzip sagen, dass wir oben rechts in diesem Morphospace eigentlich Erwachsene haben, die aber aus irgendeinem Grund dann eher noch Köpfe ausbilden, die ein bisschen mehr nach Kindern aussehen. Und genau das ist eben das Spezielle an diesem Morphospace. Doch lasst uns mal anschauen, wie die eigentlichen Daten dieser Halbwindungen hier in diesem Morphospace plotten. Jeder einzelne Punkt in diesem Diagramm ist eine Halbwindung von einer Art von diesen Mistviechern. Und auch hier wieder zur Erinnerung, die einzelnen Achsen sind eigentlich gar nicht so wichtig, was sie bedeuten. Denn es geht wirklich darum, wo die einzelnen Punkte sich in diesem Diagramm hier befinden. Aber wenn ihr vor lauter Datenpunkten die Grafik hier gar nicht mehr sehen könnt, dann geht es euch eigentlich ziemlich genau gleich wie mir. Deshalb habe ich das Ganze mal so ein bisschen auseinandergezuppelt. So sehen die Daten von diesen Mistviechern aus, wenn man sie nach einzelnen Arten sortiert. Und auch hier können wir sehen, dass die ersten paar Windungen eigentlich noch gar nicht mal so interessant sind. Die meisten Arten starten, oder alle Arten starten irgendwo unten links und machen dann Stück für Stück, arbeiten sie sich ein bisschen mehr in die Mitte vor. Und die mittleren Windungen kommen dann irgendwo so in der Mitte, ein bisschen oberhalb der Mitte zu liegen. Und dann gibt es die einen Arten, die diese kugeligen Windungen ausbilden. Und das sind die, die oberhalb im oberen rechten Diagramm noch bleiben. Und da gibt es andere Arten, die bewegen sich wieder in die untere rechte Ecke. Und das sind die Arten, die die zusammengepressten Windungen im adulten Stadium ausbilden. Also nur schon anhand von diesen Diagrammen konnte ich schon zwei Hauptgruppen bei diesen Mistviechern unterscheiden. Das ist natürlich für meine Bedürfnisse noch nicht gut genug, denn ich wollte ja alle unterscheiden. Und ich hoffe, dass ihr mir glaubt, dass anhand von statistischen Methoden mir das auch gelungen ist. Jede einzelne Art, alle diese 12 Arten, die ihr hier seht, konnte ich anhand von statistischen Methoden unterscheiden. Okay, aber was bringt uns das jetzt in unsere großen Fragestellung? Lass mich das also nochmal kurz zusammenfassen und kommen wir zurück auf die Diversitätskurve von den Ammonoideen im Anisium. Wie gesagt, wir hatten hier einen sehr großen Diversitätspunkt im Anisium, aber wir können die einzelnen Arten gar nicht unterscheiden. Deshalb habe ich ursprünglich mal gedacht, dass das gar nicht wirklich ein echter Peak sein kann, weil ich, wie gesagt, die Arten nicht unterscheiden konnte. Anhand von statistischen Methoden ist mir das aber gelungen. Deshalb ist es einerseits schön, dass dieser Peak hier im Anisium gerechtfertigt zu sein scheint. Auf der anderen Seite kann ich natürlich immer noch meine einzelnen Arten nicht wirklich unterscheiden, zumindest nicht einfach von außen. Aber wenigstens weiß ich jetzt, warum dass das so ist. Und mit diesem Schlusssatz bin ich am Ende von meinem Eigenvortrag angelangt. Und hier sind noch die Referenzen, die ich für die Abbildung gebraucht habe. Und auf der letzten Folie ist noch der Titel von der nächsten Woche. Und da wird es um Fossilien aus der Tiefsee gehen und wie der Klimawandel den größten Lebensraum der Erde beeinflusst. Dieser Vortrag wird vom Kurator des Natural History Museum in Luxemburg vorgetragen. Und da bin ich persönlich natürlich auch schon besonders
gespannt darauf. Dann beende ich jetzt mal meine Präsentation und kommen wir zu den Fragen. Wunderbar, danke schön für den Vortrag, Eva. Das ist für mich auch alles sehr neu. Das ist auch nichts, was ich im Studium gelernt habe. Also ich habe jetzt gerade auch eine Menge gelernt, dass das so schwierig ist, die ganzen Arten und auseinanderzuhalten. Ich hätte da dann auch gleich mal eine Frage. Ist das denn tatsächlich auch du hast ja schon so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das vielleicht heute, dass man nicht das Problem hat, dass die Arten heute ausgestorben sind, wenn man tatsächlich noch lebende Arten anguckt. Aber ist das da bei heutigen Arten auch so schwierig zum Teil, sich zu differenzieren und zu sagen, dass das unterschiedliche Arten sind? Also die Definition, was eine Art ist, ist im Prinzip, also alles, was sich gegenseitig fortpflanzen kann und dann fertile Nachfolgen, also fruchtbare Nachfolgen machen kann, das ist im Prinzip eine Art. Und das ist die Definition von der ganzen Sache. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine schwammige Definition, weil warum können sich Arten nicht fortpflanzen? Ist es einfach nur, weil die sich vielleicht nicht getroffen haben oder ob das vielleicht wirklich einfach auch mechanisch nicht geht? Und genau, also heutzutage weiß man das auch nicht immer. Und es ist auch noch ein bisschen eine Definitionsfrage, wie viel Evolution braucht es, bis es dann eigentlich wirklich eine neue Art ist. Also ziemlich verwirrende Antwort, würde ich mal sagen, aber leider ist die Praxis einfach auch so verwirrend. Danke. Okay, so. Ich fand den auch sehr schön, den Vortrag. Ich habe auch einiges gelernt, habe mich ein bisschen in mein Bachelor-geowissenschaftliches Studium zurückversetzt gefühlt und habe auch noch diverse Fragen, aber wir wollten erstmal noch in den Chat gucken. Und zwar wurde gefragt, ob du noch im Labor bist oder ob du da ein Bino zu Hause hast, links neben dir stehend. Nein, ich bin tatsächlich zu Hause und das sind die Vorzüge von Homeoffice seit 6 Monaten. Also ich habe relativ viel mit einpacken müssen, weil ich einfach weiterarbeiten wollte. Und genau, also hat mir gute Dienste geliefert, dieses Mikroskop. Binocular. Also sehr praktisch, dass das natürlich ging. Eva, auch von mir herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich habe auch viel gelernt. Ich bin Biologin, habe Biologie studiert und habe alles im Prinzip an den noch lebenden Organismen durchgemacht, aber von schon lange ausgestorbenen Organismen habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie nehmt ihr denn eigentlich die Proben? Ich habe gesehen, dass die Mistviecher ja 2 Millimeter groß sind. Du hast auch gesagt, dass die innerste Kammer echt mini, mini klein ist. Sitzt ihr dann auch später, du hast dein Bino da hinten stehen am Binokular und wirklich sortiert mit der Pinzette dann die Mistviecher aus? Da will ich vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Und zwar der Grund, warum ich nicht Mikropaläontologie, sondern Makropaläontologie gemacht habe, ist genau, weil ich eben dieses Binokular eigentlich nicht haben wollte. Und deshalb finde ich schön, dass meine Ammonoideen so durchschnittlich etwa so groß sind, also etwa so 4 bis 7 Zentimeter. Aber in meinen Ablagungen haben wir auch viele Schichten gefunden, wo ganz viele Juvenile drin sind. Also welche, die vielleicht eine halbe Windung haben oder eine ganze Windung dann. Und um diese unterscheiden zu können, saß ich dann tatsächlich auch tagelang am Binokular, musste die picken und das fand ich dann gar nicht so schön. Aber im Generellen ist einfach nur diese Anfangskammer so klein und der Rest, also das ganze Stück ist dann eigentlich schon größer, weil ich nicht mit Juvenilen arbeite. Okay, das heißt, ihr holt dann im Prinzip Kerne aus dem Boden oder wie holt ihr die dann raus? Nein, da habe ich leider kein Bild davon. Wie gesagt, wir haben etwa 3 Monate in der Wüste verbracht und dann sind wir da hingefahren, wir sind relativ brachial vorgegangen. Das ist nicht das, was man von Jurassic Park kennt mit den Pinselchen, sondern wir hatten 2 Meter große Brechstangen, wir hatten Vorschlaghammer, kleine, große, wir hatten Meißelpickel, einfach alles, was man sich vorstellen kann. Und dann haben wir die einzelnen Steine rausgekloppt und dann muss man immer so ein bisschen abwägen, wie stark man die im Feld verkleinern will. Weil einerseits ist es eigentlich gut, wenn die kleiner werden, weil dann muss man weniger tragen. Aber andererseits will man halt auch nichts kaputt machen.
Und wir hatten ja diese zwei Lokalitäten. Und die eine Lokalität, die war wirklich in den hohen Bergen. Und da mussten wir alles mit dem Rücken halt nach unten tragen. Und der Rekord, das wir da mal hatten, war in Rucksäcke, die 34 Kilo schwer waren. Und wenn man die dann so 2,5 Stunden über Stock und Stein durch Canyons runterschleppen muss, über die Ebene, ist das nicht ganz so cool. Und dann schlussendlich muss man die ganzen Proben irgendwie in die Uni kriegen. Das braucht etwa 2-3 Monate mit dem Schiff. Und dann hatte ich das Glück, dass ich sogar einen Projektpräparator hatte, der mir das alles präpariert hatte. Aber es gibt auch andere Paläontologenstellen, die haben das Glück nicht und die müssen es wirklich alles präparieren. Aber bei mir bei 8000 Stücken wäre das natürlich gar nicht gegangen. Dann habe ich, da kommen im Chat auch gerade noch wieder ein paar Fragen rein. Da stelle ich mal eine mit meiner zusammen. Also hier, da ist eine Frage, die kommt gerade. Wäre es denn trotzdem möglich, dass in anderen Epochen nur daher eine geringere Diversität gesehen wird, weil Gesteinsschichten aus anderen Zeiten schlechter konservieren? Und das geht ein bisschen in meine Richtung, wo ich auch fragen würde, wie stellt man denn überhaupt fest, dass es so ein Massensterben gegeben hat? Also es ist ein bisschen damit verbunden. Das ist extrem schwierig. Und auch da haben wir natürlich ein Problem, dass wir nicht in die Vergangenheit reisen können. Und wir können wirklich nur das sehen, was erhalten worden ist. Und bei Fossilen ist es beispielsweise auch so, dass eigentlich nur Phosphat, also nur so Knochen oder Kalkschale erhalten werden. Dinge wie Tintenfische beispielsweise oder Haie, gut, die mit den Zähnen, aber sonst Knorpelfische werden auch nicht so gut erhalten. Deshalb wissen wir sowieso nicht, wie die gesamte Diversität ausgesehen hat. Also die Daten, die ich heute gezeigt habe, ist einfach current state of knowledge. Also mehr wissen wir halt einfach nicht und ist natürlich nicht nur an einer einzigen Lokalität festgemacht, sondern das sind schon globale Daten, die man hier hat. Und gerade das Problem, ob die Diversität vielleicht tiefer ist, weil nichts erhalten ist, ist wirklich einfach kein Problem. Und wir wissen auch, dass wir Erhaltungslücken haben, also dass das Material wieder erodiert wird und dass wir gar keine Ablagerung haben. Und leider gibt es da keine perfekte Lösung dazu. Alles, was man machen kann, ist möglichst kritisch mit den Daten umzugehen und möglichst viele verschiedene Datensätze miteinander zu vergleichen. Ja, ich würde mich da gerade mal mit anhängen. Und zwar, wenn deine Fossilien über Jahrmillionen im Gestein sind, werden die ja auch deformiert, auseinandergezogen, wie auch immer. Nimmst du das mit in deine Berechnung für die Form quasi mit ein oder rekonstruierte ja auch die Deformation quasi damit oder ist das dann nochmal eine andere Baustelle? Ich habe das große Glück, dass wir eigentlich kaum Deformation haben in meinem Gestein und das sehen wir auch schon an den Gesteinen selber, dass das Ganze ist zwar tektonisch gehoben worden logischerweise, aber nicht wirklich irgendwie geschert worden. Und also hätten wir das in diesen Fossilen, ging diese Messung schlichtweg einfach nicht. Und deshalb bin ich froh, dass es geht. Noch eine Frage aus dem Chat war, bezogen auf deine Definition einer Art, woher weißt du denn, wer sich mit wem hat fortpflanzen können, also zu einer Art gehört? Das weiß man nicht. Und das ist auch eines der großen, also ich rede hier nur über Probleme der Paläontologie, also es gibt natürlich auch gute Dinge, aber es ist einfach das, was wir annehmen, wie es wohl gewesen war. Und ich habe jetzt hier die einzelnen Arten mit diesen statistischen Methoden voneinander gehalten und das ist eine Möglichkeit, aber ich kann natürlich nicht hundertprozentig sicher sagen, ob die sich denn nicht hätten fortpflanzen können. Und was zum Beispiel auch eine Sache ist, ist, was sagt mir denn, ob das wirklich alles einzelne Arten sind oder waren die einen vielleicht sogar die weiblichen eine Art und die anderen die männlichen eine Art? Da gibt es eigentlich normalerweise immer Hinweise drauf und die habe ich in meinem Material bislang nicht gefunden. Trotzdem hundertprozentig ausschließen kann man das auch nicht unbedingt. Und genau, also es ist schwierig, aber auch da hilft einfach kritisch mit den Daten umzugehen. Und woran ist ja meine Studie jetzt nicht die einzige Studie, die da gemacht wurde? Also ich habe ja im Prinzip ursprünglich mal versucht, die vorhergehenden Studien
zu widerlegen, weil ich ja das Gefühl hatte, dass es nicht stimmt. Aber dann bin ich halt dann doch zum Schluss gekommen, dass die wohl wirklich sehr gute Arbeit geleistet haben. Das hört man doch wahrscheinlich auch gerne, wenn man da Kollege von dir ist und dann die Bestätigung erhält, dass die Arbeit eben sich auch unabhängig von der eigenen Arbeit rechtfertigen lässt. Noch ein paar neue Fragen, also bezogen auf die Nautiliden. Woher weiß man denn, dass die nicht so nah miteinander verwandt sind? Ist es da, das war die erste Frage und gleich danach kam dann noch die Frage, ist es möglich, sowas wie DNA zu isolieren? Oder? Haben wir bei Ammonoideen ist es leider noch nicht gelungen. Und da ein Problem ist vor allem auch, dass wir keine Weichteilerhaltung haben. Also es gibt auf der Welt ein paar Handvoll von irgendwelchen Ammonoideen Weichteilresten, aber dass da irgendeine DNA-Analyse geklappt hätte, wäre mir jetzt wirklich nicht bewusst. Und ja, die Unterschiede von Ammonoideen zu Ammoniten ist natürlich jetzt peinlich, aber genau sagen kann ich es nicht. Es ist irgendwie auch ein Unterschied in der Embryonalentwicklung mit unterschiedlichen Anzahlen von Keimblättern. Ja, da müsste man einen phylogenetischen Stammbaum haben, da könnte man das genau festhalten, was denn genau die Unterschiede sind. Was aber vor allem auch der Fall ist, ist, wenn man die Nautiliden anschaut, die sind viel weiter auch, also die einzelnen Bindungen sind da nicht so eng. Die haben insgesamt einfach nur so zwei ganze Umbindungen oder so. Und vieles, was wir über Ammonoideen denken zu wissen, haben wir eigentlich von den Nautiliden. Und das macht die beiden Tiere natürlich auch so ein bisschen ähnlicher. Aber bei gewissen Dingen ist man sich auch noch nicht 100% sicher, ob das jetzt denn richtig so ist. Gibt es denn schon Methoden, die Ammonoideen zu untersuchen, ohne sie zu zerschneiden? Also dass man sie in einem CT-Scanner zum Beispiel hat. Ist das möglich? Jein. Theoretisch ist es möglich. Bei unserem Material hat es leider nicht geklappt. Also wir haben es versucht und man hat so gewisse Strukturen gesehen, aber leider ist das nicht durchgängig, weil die Dichtenunterschiede nicht groß genug waren. Das ist unter anderem so, weil wir extrem viel Pyrit in diesen Ablagerungen haben. Vielleicht kann ich dann so die Abschlussfrage stellen, es sei denn, da kommt noch irgendwas im Chat. Um vielleicht nochmal den Bogen zum Hier und Jetzt zu schlagen oder versuchen zu schlagen. Du hast ja gesagt, eben das, was für den einen ein Nachteil ist, ist für den anderen eine Chance, so nach dem Motto. Kann man denn aus Fossilien, also jetzt gerade, es wird ja ein bisschen davon gesprochen, dass wir zurzeit uns vielleicht im sechsten großen Artensterben befinden, kann man denn irgendwie anhand von Fossilien sehen, welche Arten sich besonders gut anpassen konnten und dann davon tatsächlich profitiert haben, wenn ihre Umgebung halt radikal dezimiert wurde im Prinzip? Oder gibt es irgendwelche Methoden, sowas rauszufinden oder das vielleicht auch eben sagen zu können, für unsere derzeitige Situation, wer der große Profiteur von einem Artensterben sein könnte? Also im Generellen, also wir befinden uns im sechsten Artensterben, da ist man sich eigentlich relativ einig mittlerweile. Und ja, man kann vieles von den vergangenen Massensterben lernen und deshalb untersuchen wir die ja auch, damit wir, also man muss ja immer die Vergangenheit verstehen, damit man Predictions von der Zukunft machen kann. Und das Ding ist halt einfach, in der Vergangenheit waren die Gründe, warum wir so ein Massensterben hatten, irgendwie weil große Vulkanausbrüche waren, weil Meteoriten auf die Erde getroffen sind oder irgendwelche solche Dinge. Aber dass da ein Mensch gekommen ist und das Klima derart verändert hat, das ist bislang einfach noch nie vorgekommen. Und auch also die Geschwindigkeit von diesen Massensterben ist eigentlich relativ hoch. Also beispielsweise an der Perm-Trias-Grenze, eben am größten Massensterben, da waren das Zehntausende bis Hunderttausende Jahre. Und es gab auch verschiedene Wellen. Und das ist hier ja auch eine ganz andere Sache. Aber wie gesagt, natürlich können wir sehr viel darüber lernen, wie verschiedene Tiergruppen auf verschiedene Umwelt Einflüsse wie zum Beispiel mehr CO2 reagieren können. Ja, super. Ich glaube, wir haben da jetzt nicht mehr noch wieder Fragen, die im Chat aufgetaucht sind. Es sei denn, ich habe das jetzt übersehen. Dann würde ich damit gerne dir noch einmal sehr herzlich danken für diesen außerordentlich informativen Vortrag, der
auch bei dem ich auch sicherlich viel für nachhaltig gelernt habe. Ich glaube, das geht meinen beiden Kollegen und Kolleginnen, meinem Kollegen und meiner Kollegin ähnlich. Und wir freuen uns nächste Woche auf einen weiteren fossilienbezogenen Vortrag und danken dir ganz herzlich und wünschen allen einen schönen Abend und eine gute Nacht und bis nächste Woche. Ja, gut. Danke auch immer. Ich habe sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch nie einen Vortrag in Jogginghosen halten können. Sehr schön. Und damit. Bisschen, 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 bisschen.